Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Heute möchte ich euch gern zeigen, wie man einen Parallelbund macht. Der Parallelbund brauche ich hauptsächlich, um zwei Stangen parallel zusammenzubinden. Dazu haben wir noch ein Seil dazu. Wir nutzen den Parallelbund hauptsächlich als Zweibeinbund. Da kann ich euch auch gerne zwei verschiedene Varianten zeigen, indem ich diese Stange verwendet, um sie als Kotokreuz aufzustellen. Die Besonderheit ist, dass ich die nachher noch so aufdrehen können möchte, dass sie als zwei Beine nachher dann dastehen. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt im Detail eben mit diesen zwei Hölzer, die hier sind, und einem 3 Meter Seil. So, wir haben jetzt hier also unser 3 Meter Seil. Das Besondere an diesem Seil ist, dass es vorne ein Auge hat und ansonsten einfach 3 Meter lang ist. Unsere zwei Holzstöcke als hier nur kurz, wie gesagt, als Muster, als Beispiel. Das Auge hier ist nicht wirklich notwendig. Ich kann diese Schnur auch mit dem Zimmermannsklang am Balge festmachen, aber das zeige ich euch dann ein andermal. Jetzt machen wir es uns eigentlich ganz einfach. Wir ziehen hier dieses Seil entsprechend durch, dass einfach mal dieses 3 Meter Seil hier am ersten Pfosten fest ist. Und in der ersten Variante gehen wir jetzt einfach hin und wickeln das Ganze straff dreimal um unseren Balg herum. Das heißt, es sind hier 1, 2, 3 Lage, die dann da sind. Die vierte Lage machen wir nicht. Kann man machen, wenn die Balken etwas dicker sind. Aber es ist hier mit 3 völlig ausreichend. Ich gehe hier zwischendurch. Dann verschwinde ich wieder hier durch. Ziehe das Seil durch. Gehe hier nochmal durch. Und nochmal außenrum. Das Ganze sollte man nachher 2 Lage haben. Und damit ist der Knoten eigentlich schon fertig. Ich muss jetzt nur noch das Seilende festmachen. Dazu mache ich einen Maschdurf drauf. Der geht einmal hier durchziehen und das Ganze dann nochmal hier durchziehen. Dann haben wir den ganzen Bund mit einem Maschdurf beendet und fertig ist das Ganze. So habe ich jetzt meine zwei Kotestangen miteinander verbunden und ich kann sie auch entsprechend aufdrehen. So, jetzt kommen wir noch zu der zweiten Variante. Ich mache hier wieder meine Schlaufe in das Seil rein, so ungefähr. Dann gehe ich hier über den ersten Mast drüber. Und anstatt jetzt immer gleichmäßig außen rum zu gehen, gehe ich jetzt einmal unten durch und oben raus, wieder unten durch und oben raus. Und das Ganze machen wir auch dreimal. Wird er schön anziehen, der ganze Bund. So haben wir jetzt wieder entsprechend 3 Lage hier. Gehe ich wieder hier rein und hier raus. Diese Zwischenwicklungen sind übrigens hauptsächlich dazu da, das Ganze zu spannen. So, kräftig anziehen. Schaut es wieder ordentlich aus, unser Bund. Und zum Abschluss wieder ein Maschdurf drauf. Der geht eigentlich relativ schnell und einfach. So, das Ganze verbunden und auch hier habe ich jetzt dadurch, dass ich diese Kreuzung im Ding drin habe, kann ich relativ gut das Ganze relativ weit auch überstrecken. So, das war dann auch schon alles, was ihr braucht, um eine Kote oder eine Jotte wirklich aufbauen zu können, was an Bünde anfällt. Da geht es einfach darum, das Zweibein entsprechend zusammenzubinden und nachher auch schräg aufstellen zu können. Probiert es einfach aus, das ist ganz einfach. Wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwas braucht, ihr kriegt alles bei jodeland.de.